Wir spielen aktuell gleich Postwendend weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, Lagerfeuer. Ja, es geht Ihnen bestimmt gut. Ich meine, es muss Ihnen doch gut gehen, oder? Es geht Ihnen gut. Ich meine, es darf Ihnen nichts passieren. Sie sind mit heiler Haut in den Wald gekommen. Aber diese Kreaturen waren Ihnen dicht auf den Fersen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn auch noch Timmy... Ach, Sie sind bestimmt in Ordnung. Wir müssen Sie nur ganz schnell zurückholen. Wir müssen das Herz des Waldes finden. Dorthin wird man Est und Timmy gebracht haben. Der Bürgermeister hat vom Herz des Waldes gesprochen. Dort hat das Böse seinen Ursprung. Da ist er sich sicher. Aber warum glaubst du, dass es Esther und Timmy ausgerechnet dahin verschlagen hat? Ich weiß nicht. Es ist ein Gefühl. Hier verschwinden seit Jahrzehnten Leute. Ich glaube, sie werden in den Wald gelockt oder, wie im Fall von Esther, getrieben. Wenn wir die beiden wiederhaben wollen, müssen wir dem Geheimnis des Waldes auf die Spur kommen. In dem Schloss dort drüben hat der Hexenmeister vom Boden gelebt. Und sicherlich auch das Buch versteckt. In dem Schloss dort drüben hat der Hexenmeister von Buren die letzten Jahre seines Lebens zugebracht. Das Buch, das wir suchen, dürfte irgendwo in dem Gemäuer versteckt sein. Das Buch interessiert mich nicht. Ich will mein Hasenzähnchen zurück. Wenn wir das Böse im Wald besiegen, bekommen wir Esther zurück. Und der Bürgermeister zeigt uns einen sicheren Weg durchs Gebirge. Na dann los! Also gut, ich mache mich auf die Suche nach den beiden. Haltet ihr hier die Stellung? Ich bleibe nicht hier! Ich werde helfen! Das tust du, indem du dich von Nate reparieren lässt und mir als Berater zur Seite stehst. Und vielleicht könnt ihr Dinge konstruieren, die mir weiterhelfen. Ihr seid viel geschickter als ich. Aber meine Frau ist doch draußen und... Und dein Sohn ist hier. Willst du ihn allein zurücklassen? Oder ihn mit in den verfluchten Wald nehmen? Aber... In Ordnung. Bring mir meine Kirschblüte zurück. Und nur ein Wort und ich stehe an deiner Seite. Ich weiß. Am besten fange ich an, nach Spuren zu suchen und Informationen zu sammeln. Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe. Okay. Naja, das haben wir eh schon das ganze Spiel gemacht. Haben wir da... Gebäck einmal bedachten. Wir sind den ganzen Weg von Seefels gelaufen. Einen guten Teil der Strecke sogar jenseits befestigter Straßen und Wege. Wir befürchteten, Ratsvorsitzende von Buren könnte die Straßen überwachen lassen. Es war eine anstrengende Reise, aber wir waren gut versorgt. Essen, Wasser, warme Decken. Esther hat alles organisiert. Esther hat sich rührend um Timmy gekümmert. Seit Remis Tod ist er ganz anders als sonst. Er war früher immer so unternehmungslustig. Seit wir Seefels verlassen haben, hat er sich die meiste Zeit in Esthers Manteltasche verkrochen. Und jedes Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Und jetzt Monster und Werwölfe. Armer Kerl. Nimm Wolldecke mal. Die Wolldecke ist alt, wurde schon mehrfach gepflegt und ich bin sicher, dass sie von der Müllhalde unter Seefels stammt. Aber sie hält warm und geht nicht bei der ersten Gelegenheit kaputt. Gut, was haben wir denn noch? Bedacht eine Nacht. Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie er mir helfen kann. Könnte man hinter seine Stirn blicken, würde man die kleinen Zahnräder arbeiten sehen. Schauen wir dann auch. Nate hat in den letzten Tagen immer wieder versucht, Timmy ein wenig aufzumuntern. Manchmal ist es ihm gelungen. Doch früher oder später hat Timmy sich wieder in Esthers Manteltasche verkrochen. Der kleine Kerl hält sich wacker. Könnte man hin... Lagerbedachte Lagerstelle. Schauen wir dann auch. Was haben wir hier noch alles? Bedachte Lagerstelle. Wir haben alles genau so vorgefunden. Ein paar kreisförmig angelegte Steine auf einer Sandfläche, keine Bäume in der Nähe, eine vorbildlich angelegte Feuerstelle. Nur, was sagt es über ein Dorf aus, wenn Reisende lieber außerhalb des Dorfes übernachten, als sich im Dorf ein Zimmer zu mieten? Bedachter Becher im Sand. Was steckt denn da im Sand?
Sieht aus wie ein dickwandiger Steinbecher, wie die Zwerge ihn benutzen. Die Dinger wären mir zu schwer, um damit weite Strecken zu reisen. Aber die Zwerge sagen, der Stein, aus dem die Becher gefertigt sind, erinnere sie an zu Hause. Ich befürchte, der Zwerg, der den Becher hier in die Wildnis getragen hat, hat nichts mehr dagegen, dass ich ihn nehme. Der Becher war mit Sand gefüllt. Vielleicht kann ich den auch mal gebrauchen. Jetzt haben wir normalerweise einen Becher mit Sand, also zwei Steinbecher und einen Sand erhalten. Ja, das ist eigentlich alles erledigt. Die Feuerstelle sind die glühenden Kohle. Bedachte Kuhle war das in Arsch ein bisschen. Bedachte Felsstück. Bedachte Fußspuren. Ja, ne, man könnte das natürlich auch jetzt auch noch alles betrachten, klar. Nate hat in dem... Manchmal ist es ihm gelungen. Ich glaube, seit dem Angriff hat Nate noch ein paar extra Schalter aufs Feuer geworfen. Allzu viel Sicherheit strahlt es trotzdem nicht aus. Ich glaube, ja, das hat er eh. Das wäre die optimale Stelle, um ein Würstchen zu grillen. Nicht so heiß wie das offene Feuer, aber immer noch heiß genug. Ja. Man sieht Gulliver an, dass er nichts lieber tun würde, als Esther in den Wald hinterherzulaufen. Er tut es nur nicht, weil er Nate nicht allein lassen kann. Zum Glück, sonst müsste ich vielleicht noch jemanden retten. Ist ja nicht lieb. Fell Stücke mal. Etwas Fell. Könnte vom Werwolf stammen. Er ist Richtung Wald gelaufen und ist diesen Dornen zu nahe gekommen. Merkwürdigerweise kann man das leider nicht nehmen. Fußspuren. Ich bin kein Experte. Aber ich würde sagen, das hier sind nur Esthers Spuren. Sie führen in Richtung Wald, was ich mit Gullivers Aussage decken würde. Spuren vom Werwolf und von Esther. Aber keine vom Paladin. Bedachte das Schloss. In dem Schloss hat der Hexenmeister von Buren seine letzten Jahre verbracht. Er traute seinem Bruder nicht und hat eine Möglichkeit niedergeschrieben, wie man dessen mächtigen Zauberstab zerstören kann. Sobald wir Timmy und Esther gerettet haben, werden wir einen Weg zum Schloss finden. Mit oder ohne Hilfe des Bürgermeisters. Tja, es hilft eh nichts mehr. Wir sind wieder ins Dorf. So, was haben wir da? So. Nehmen wir die Bretter mal, glaube ich, einmal anschauen. Die Wand des Ladens wurde nur notdürftig vernagelt. Kopflose Reiter oder ein Werwolf würden sich von den paar kleinen Brettern bestimmt nicht aufhalten lassen. Da haben wir da. Oder auch der Bettlaken. Der Bürgermeister ist nicht nur Bürgermeister, Feuerwehrmann, Priester, Kutscher und Schmied. Er ist auch seine eigene Waschfrau. Gezwungenermaßen. Ja, wir schauen wir mal, ob wir das mitnehmen können. Okay. Gut, was haben wir denn da noch? Wir wollen wieder kurz ausspeichern. Bedachte Wäscheleine. Eine Schnur kann man eigentlich immer gebrauchen, wie ich schon zu mehreren Gelegenheiten angemerkt habe. Mal schauen, ob wir es nehmen. Es wäre kein Diebstahl. Ich brauche die Schnur dringend, um damit, Dinge zu machen. Allerdings ist die Wäscheleine an einen Haken am Haus geknotet und der ist zu weit oben für mich. Okay, Buh. Dann eben nicht. Dann müssen wir es ja nur merken. Tja, was haben wir noch? So, wenn ich dann auch dachte, der Friedhof. Oder der Weinhof. Eigentlich haben wir da eh nichts mehr. Nicht wirklich. Das Haus, Ziegel. Okay, dann gehen wir in den Wald.
In dem Augenblick, als ich diesen gruseligen Wald gesehen habe, wusste ich, dass es mich früher oder später dort hinein verschlagen würde. Aber egal, wie viel Angst ich habe, Timmy und Esther haben bestimmt noch mehr. So weit, so gut. Der Bürgermeister hat gesagt, der Wald verwirre die Sinne. Ich muss mir merken, wie ich wieder zurück ins Dorf komme. Und ich sollte nicht allzu laut sein. Hier treiben sich ein Werwolf, ein Ritter und vielleicht auch noch ein kopfloser Reiter herum. Jo, schauen wir mal, was haben wir denn da? Gut, jetzt könnte man... Wie haben wir das abgespeichert? Dann natürlich wieder zurückgehen. Nur den Erfolg verloren im Wald werden wir da jetzt nicht kriegen, das sage ich gleich. Weil das war die Steam-Version und das ist die PlayStation 4-Version. Also ein paar Erfolge werde ich nicht haben mehr. Das heißt, betrachtet das Beil. Ein Beil? Der Holzgriff ist ganz verwittert und der Eisenkopf ist mit einer feinen Rostschicht überzogen. Es muss schon sehr lange im Baum stecken. Monate, vielleicht Jahre. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir es mitnehmen oder nicht. Er kann es ändern. Oh, doch. Die Klinge ist noch blank und sieht halbwegs scharf aus. Der Baum hat sie vorm Rost geschützt. Das heißt jetzt, wir sollten... Normalerweise, wenn ich mich so erinnern könnte, von mir aus gesehen rechts gehen. Das wäre hier. Ja, das heißt... Und da müsste jetzt irgendwo dann der blutige Stoppfetzen sein, richtig. Das ist... Oh nein. Oh nein. Was ist das denn? Wer hätte gedacht, dass man mit blutigen Stoppfetzen Gnome anlocken kann? Eine Falle für den Werwolf. Beeindruckend. Danke. Du bist auch ein Gnom. Oder? Scharf beobachtet. Der Kopfgeleger. Hast du Spuren von meiner Freundin und einen Angriff gefunden? Ich habe noch nicht viele Spuren gefunden. Hattest du mehr Glück? Einige Spuren vom Werwolf und Fußabdrücke einer schweren Person, die aus Richtung der Klippen kommen. Das müssen Esthers Spuren sein. Sie verlieren sich bald im Unterholz. Von einem Ritter, einem kopflosen Reiter oder sonstigen Schreckgestalten keine Spur. Vielleicht sind es Geister. Genau meine Vermutung. Irgendein Spuk. Jemand beschwört all diese Geistergestalten, um uns Angst zu machen. Dann dürfen wir uns keine Angst machen lassen. Ich kenne keine Angst. Naja, nur Spinnen. Die kann ich nicht leiden. Wie sie so da sitzen und dann plötzlich loslaufen und viel zu viele Beine... Du bist der erste Gnomkopf, für den ich kämpfe. Ja, warum auch? Wow, Kopfgeldjäger. Das ist so cool. Die meisten von uns Gnomen sind ja eher Nerds. Wir basteln gerne komplizierte Maschinen, mögen es gemütlich und meiden die große weite Welt. Du bist auch hier. Und so eine Art Magier? Naja, nicht so richtig. Ich versuche meinen Freunden zu helfen. Auch ganz ohne Magie. Mhm. Und du? Hat dich die Abenteuerlust in die weite Welt gelockt? Gold. Oh. Nicht mein Traumjob, in zwielichtigen Gasthäusern herumzusitzen und Aufträge von schmierigen Gestalten anzunehmen. Sobald ich genug Gold zusammen habe, gehe ich zurück in die Höhlen und vergesse hoffentlich das meiste, was ich erlebt habe. Frag dich nur, in welche Höhle? Clevere Falle. Für mich hat sie schon mal gereicht. Mhm. Du bist aber auch kein Werwolf.
Messerscharfe Sinne und noch schärfere Zähne und Klauen. Der Käfig wird ihn nicht lange aufhalten und der Kampf mit dem Biest wird kein Vergnügen. Vielleicht sollten wir doch zusammen weitergehen. Dann können wir uns gegenseitig beschützen, weißt du? Du solltest gar nicht hier sein. Geh zurück ins Dorf und warte da 3 Tage. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin, verlasse den Düsterwald und schaue nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht ohne Timmy und Esther aufbrechen. Dann schrei laut, wenn der Werwolf dich erwischt hat. Dann weiß ich wenigstens, wo ich ihn suchen muss. Ich denke, das lässt sich einrichten. Genug geredet. Wir müssen meine Freunde finden. Ich muss einen kopflosen Reiter zur Strecke bringen und ich werde den Werwolf töten. So einer fehlt noch auf meiner Liste. Wenn ich dabei über deine Freunde stolpere, schön. Wenn nicht, auch gut. Wilbur. Was? Mein Name. Wilbur Wetterquarz. Und ich habe Angst um Timmy und Esther. Ich will sie unbeschadet zurück. Ja, hoffentlich. Wir müssen sehen, was ich tun kann. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Naja, schauen wir mal, was wir da noch haben. Das war, glaube ich, vorne links war, glaube ich, da. Scheiße, was war denn das jetzt? Was haben wir da? Bedachte goldenen Moos. Was ist denn das? Bedachte den Busch. Irgendetwas ist hier im Busch. Etwas Großes. Bedachte den kleinen Moos. Ich weiß nicht, ob mir das leuchtende Moos gefällt. Es spendet etwas Licht, das ist gut. Aber es sieht auch ziemlich unheimlich aus. Den Holzstab. Sind wir wirklich? Ja, vielleicht kann ich mit dem Stock die Äste vorsichtig auseinanderdrücken und... Hallo? Ist da jemand? Oh, hallo, kleiner Mann. Was tun Sie hier im Wald, so ganz allein und leicht begleitet? Darf ich fragen, was Sie hier tun? Sie sehen nicht wie eine Pilzsammlerin aus. Ha, das möchte ich hoffen. Ich bin auf dem Weg zu meinem Verlobten. Er wohnt hier im Düsterwald in einem prächtigen Schloss. So hat er mir zumindest geschrieben. Das Gewitter hat mich überrascht und plötzlich stand diese alte hässliche Frau mitten auf dem Weg. Sie hob einen knöchrigen Finger, deutete auf mich und zeigte ein zahnloses Lächeln. Ich muss einen Augenblick unachtsam gewesen sein. Mein Rappe warf mich ab und lief in den Wald mit all meinen Sachen. Das klingt fürchterlich. Das ist es. Ich treffe meinen Verlobten und habe nichts anzuziehen. Man merkt's. Wegen der alten Frau auf dem Weg. Die alte Frau auf dem Weg klingt so, als könnte es eine Hexe gewesen sein. Ja, vielleicht. Sie war ganz alt und schrumpelig und hässlich. Ich habe mich noch nie so gefürchtet. Ein weiterer Gegner, auf den wir uns einstellen müssen. Gegner? Kämpft ihr Waldwichtel gegen diese Gestalten? Ich bin ein Gnom, kein Wichtel. Und ich komme aus den Bergen. Ich werde zumindest dankbar sein, wenn ich dieses Gesicht nie wiedersehen muss. Hey, wenn du ein Waldwichtel bist und sowieso die ganze Zeit hier herumwichtelst, dann kannst du ja vielleicht meine verloren gegangene Kleidung finden. Ich zahle gut. Ja, hallo. Ja, mal sehen. Hallo, ich meine, wir sind nicht der Butler oder was. Ich weiß ja nicht. Mein Name ist Wilbur, aber sagen Sie... Haben Sie hier im Wald vielleicht einen weiblichen Zombie, eine Ratte, einen Ritter, einen Werwolf oder einen kopflosen Reiter gesehen? Du meine Güte! Nein, ich befürchte nicht. Oder zum Glück nicht? Sie wollen hoch zum Schloss, da muss ich auch hin. Kennen Sie den Weg zum Schloss? Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich kenne den Weg nicht. Vladi hat mir geschrieben, ich solle mir im Dorf einen Führer suchen. Der Weg durch die Berge sei sehr gefährlich. Vladi? Ihr Verlobter?
Der Graf. Der Wie ist er so? Er ist toll, sehr reich und sehr alt. Ich kann es kaum erwarten, ihn persönlich kennenzulernen. Sie sind mit ihm verlobt, haben ihn aber noch nie getroffen? Warum zögern und riskieren, dass ihn mir eine andere wegschnappt? Ich bringe Sie ins Dorf, hier im Wald ist es gefährlich. Hier im Wald ist es zu gefährlich. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Dorf. Ausgezeichnet. Wo geht's lang? Hier. Oder Moment, nein. Hier. Oder... Ach, folgen Sie mir einfach. Ich bin rückspannt. Ich habe es schon Ihrem jungen Freund gesagt. Ich setze keinen Fuß vor die Tür, solange der kopflose Reiter frei herumläuft. Können Sie dann wenigstens eine Nachricht zum Schloss schicken, dass Vladimir mich hier abholen soll? Ich wüsste nicht wie. Ich befürchte, Sie müssen sich gedulden, bis der Kopfgeldjäger mit guten Nachrichten zurückkehrt. Seien Sie mein Gast. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Danke, dass du sie hergebracht hast. Ich meine, wirklich danke. Denke mal. Gern geschehen. Ist so nicht lieb. Oh, danke, dass du hier. So. Da werden wir mal weiter spielen. Oder im nächsten Video heute. Gut. Ciao dabei.